Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero no hay felicidad. Hallo und willkommen zum achten Türchen. So, meine erste Aufnahme vom achten Türchen ist leider verloren gegangen, mehr oder weniger schief gelaufen, weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Deshalb alles nochmal. So, wir haben hier: Das Klopfen in dem Wasserrohr wurde immer lauter und die drei Fragezeichen verfolgten die Leitung durch den langen Flur. Peter ging vorsichtshalber in der Mitte. Just, bist du sicher, dass wir das Richtige machen? Nicht, dass man uns irgendwo hinlocken will. Doch sein Freund ließ sich nicht beirren. Das weiß man immer erst hinterher. Aber wir wären keine guten Detektive, wenn wir diese Fragen nicht beantworten könnten. Der Flur endete an einer schmalen Wendeltreppe und auch hier führte die Wasserleitung hinab. Ihre Schritte auf den Steinstufen hallten an den Wänden wider. Je tiefer sie kamen, desto feuchter wurde es. Kühle Luft schlug ihnen entgegen. Schließlich standen sie vor einer sehr sonderbaren Tür. Bob musste zunächst seine beschlagene Brille putzen. Oh Mann, was ist das denn schon wieder? Ob die aufgeht? Justus entdeckte unter der Tür einen halben Fußabdruck. Die muss aufgehen, denn vor kurzem ist hier jemand mit nassen Füßen durchgegangen. Ich wette, in der Tür verbirgt sich ein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Knopf, auf den man drücken muss. So, da ich das schon mal aufgenommen habe, hatte ich die Lösung 2c. Ach ja, ist erstmal ein Fall für Schlossexperten. In welchem der Quadrate steht der geheime Mechanismus? Okay, ja, also wie gesagt, ich hatte 2c, weil ich habe zuerst gedacht, vielleicht 4b, weil die Fußabdrücke da enden, aber dieses komische Augendingens, der hat da so einen Kreis im Auge, das hat mich dazu tendieren lassen, dass 2c richtig war und das war auch richtig und 2c ist Lösung 4 und Lösung 4 war dieses Eulending hier und da ich das schon mal aufgenommen habe, das hier war da drin. Es ist kein Magnet, wie ich ursprünglich gedacht habe, sondern zu einem alten Spukhotel gehört auch ein cooles Blechschild. Du bekommst heute eines der drei Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall braucht ein Spukhotel ein Blechschild. Damit kann ich jetzt mein eigenes Detektivbüro aufmachen. Und ja, man kann das hier aufmachen. Und dann irgendwo aufkleben. Da muss ich mir noch überlegen, wo ich es mir aufklebe. Vielleicht an die Tür oder so. Mal schauen. Oh, oder an die Eingangstür. Dann weiß jeder sofort hier die drei Fragezeichen Haushalt. Okay. Wir sehen uns dann wieder morgen zum 9. Dezember. Bis dann.